Wir sind die vierte Klasse der Instrumentenbauabteilung und wir spielen euch jetzt mit unseren selbstgebauten Instrumenten was vor. Gute Unterhaltung. Drei Viertel Vieri. Mein Name ist Thomas Wolfbauer, ich komme aus Salzburg und ich habe eine Gitarre von Johann Georg Stauffer nachgebaut. Johann Georg Stauffer ist ein Gitarrenbauer aus dem 18. Jahrhundert. Diese Gitarre hat sehr schlanke Teilien und ist vor allem zu erkennen durch den sogenannten Schlumpfkopf, ein typisches Merkmal von Johann Georg Stauffer Gitarren. Seitlich liegen die Mechaniken und hinten ist eine Abdeckplatte, die die eigentlichen Mechaniken verdeckt. Ich finde es besonders schön, dass diese Gitarre eine sehr schöne orange Färbung durch die Behandlung mit Salpetersäure und Kaliumnitrit erhalten hat. Sowohl die Fichtendecke als auch der Ahornboden und die Ahornzargen sind dadurch sehr schön geflammt und sehr schön erhalten geblieben. Ich habe die Gitarre mit High-Tension-Saiten, also Saiten mit einer etwas höheren Spannung versehen und finde, sie hat dadurch einen sehr schönen, vollen Klang erhalten. Guten Abend, ich bin der Elias Haslinger und mein Abschlussinstrument stellt ein Cello dar, ein 310 Jahre altes Cello. Ich habe eine idealisierte Kopie erstellt. Der Lukas wird Ihnen jetzt vorstellen, wie die neue Version dieses Cello sich anhört. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy, mein Name ist Santiago de la Mora und komme aus Mexiko. Hier haben Sie schon mein Abschlussstück gehört. Die ist eine Geige in cremonesischer Schule gebaut und ich habe den Akzent auf die Stilistik von Antonio Stradivarius gemerkt. Dankeschön. Guten Abend, mein Name ist Patrick Paganin und ich habe als Abschlussarbeit eine Gypsy Jazz Gitarre gebaut. Der Korpus besteht aus Palisander, der Hals aus geflammtem Cedro und die Decke aus heimischer Haselfichte. Als Spezialität habe ich einen Armrest eingebaut als ergonomische Hilfe für den Spieler, genauso wie einen Griffbrettkeil und damit sie der Solo-Gitarrist in der Band besser hört, ebenso ein Monitor-Schallloch. Genau, gute Unterhaltung.
Guten Abend, mein Name ist Benjamin Winter, ich komme aus Berchtoldsdorf. Mein Abschlussinstrument ist eine 13-chörige Barocklaute nach dem Vorbild aus dem Kunsthistorischen Museum Wien von Hans Burgholzer 1596. Die Decke ist aus gehaselter Fichte mit Perlmutteinlagen, das Griffbrett und der Steg aus Zwetschge und die Muschel ist aus Eibe gefertigt. Jetzt möchte ich Ihnen noch einen klanglichen Eindruck von meinem Instrument geben. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Foder, ich komme aus der niederbayerischen Stadt Passau und habe die Ehre, Ihnen heute mein Abschlussstück zu präsentieren. Es handelt sich hierbei um eine asymmetrische Konzertgitarre nach eigenem Entwurf. Bei den Hölzern hatte ich die Freude, mit einheimischen Hölzern aus dem Salzkammergut zu arbeiten, mit spektakulärer Haselfichte für die Decke und Riegelauern für die Zargen. Der Hals selber ist aus Zedrost und das Griffbrett aus Ebenholz. Das Spezielle an dem Entwurf ist einerseits das seitlich versetzte Schallloch, ein erhöhtes Griffbrett, was zudem den Spielkomfort für den Spieler erhöht und eine große Besonderheit, der nicht fest verleimte Steg, der auswechselbar ist und dadurch auch noch zusätzliche Modulation im Nachhinein zulässt. Dankeschön. Guten Abend, wir sind die Abschlussklasse der Bildhauerei und wir möchten Ihnen unsere Werke zum Thema Mythos Berg präsentieren. Viel Vergnügen. Grüß Gott und willkommen zu meiner Abschlussarbeit Snow Crystal. Mein Name ist Laurenz Christensen und ich komme aus Bad Mitterndorf. Mit meiner Arbeit will ich aufmerksam machen, dass man auf die kleinen Dinge im Leben achten soll, nicht immer auf das volle Ganze. Das wird oft übersehen. Die kleinen Dinge sind manchmal viel schöner und sagen manchmal viel mehr über den Menschen oder über die Sache aus, als man glaubt. Ich habe hier einen Metallwürfel gemacht und den mit Schneekristallen bestückt, weil ich gerne Ski fahre und der Berg, Mythos Berg, die Schneekristalle selbst eigentlich so geheimnisvoll und mythisch sind. Man achtet nie auf diese kleinen Dinge, die genauso schön sind wie dieser ganze weiße Berg. Und ja, danke. Guten Abend, mein Name ist Alina Maria Wöss. Ich komme aus St. Martin bei Traun und möchte Ihnen heute meine Abschlussarbeit zum Thema Mythos Berg präsentieren. Verkörpert habe ich dieses in Form der Heidi.
Sie verkörpert das romantisierte Bergleben in Literatur und Medien. Dieses eigentlich sehr schwere Leben in der Bergwelt wird zur Verwendung von Untermalung von religiösen und politischen Werten verwendet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, mein Name ist Annika Halste, komme aus Gallnerkirchen und möchte Ihnen heute meine Abschlussarbeit präsentieren. In meiner Abschlussarbeit reflektiere ich über meine Zeit in Hallstatt und gekommen ist mir die Idee auf der Badeinsel, wie wir in der Mittagspause gelegen sind und die Sonne nur genossen haben. Und da wollte ich diese Liegekonstellation mit der Natur verbinden, also mit der Umgebung. Und so ist dann entstanden, dass halt eben die einzelnen Körperteile die Berge darstellen, die Hallstatt umgeben. Und somit wollte ich auch die Stimmung vermitteln, die ich so in Hallstatt aufgenommen und wahrgenommen habe. Danke. Guten Tag, mein Name ist Silja Fähringer. Ich komme aus Mallersdorf im Leitergebirge in Niederösterreich. Zu sehen ist meine Abschlussarbeit mit dem Titel Olymp, eine griechische Legende. Ich habe mich inspirieren lassen von dem Berg Olymp und somit in Verbindung zu der Mythologie dort. Der Berg ist hier auch zu sehen auf meiner Grafik. Mit meiner Arbeit möchte ich aufmerksam machen auf Feminismus und Frau. Deswegen habe ich drei Göttinnen abgebildet, Gaia, Rhea und Hera, in Form eines Betongusses. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin die Katharina Happy aus Obertraun und ich habe mich beim Thema Mythos Berg mit der Modernisierung auseinandergesetzt. Ich habe eine alte Filmkamera aus Lindenholz und eine neue moderne Spiegelreflexkamera geschnitzt und die dazu passenden Grafiken. Und ich wollte damit aussagen, dass heutzutage jedem das Auge leicht zu täuschen ist. Herzlich willkommen, wir sind die Schüler der Tischlereitechnik. Wir möchten Ihnen unsere Abschlussmöbel präsentieren. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Mein Name ist Martin Eichinger. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Straß im Attergau. Ich habe mich dafür entschieden, ein Medienmöbel zu entwerfen, planen und in weiterer Folge herzustellen. Es besitzt zwei Schubladen, eine Drehtür mit verstellbarem Fach und Freiräume. Die Materialauswahl fiel auf die Risseiche, wobei ich das Furnier auf eine schwarze, matte Kaschierfolie schmelzte. Der Korpus, die Ladendoppeln, die Drehtür und das verstellbare Fach sind MDF-Platten, welche ich mit einem Adler 4-in-1-Lack schwarz lackierte. Durch die indirekte Beleuchtung, welche sich hinter dem Möbel befindet, wird das Möbel perfekt in Szene gesetzt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Grüß Gott, mein Name ist Paul Karsch, ich komme aus der Slowakei und für mein Abschlussmöbel habe ich einen doppelbodigen Spieltisch aus Kirsch gebaut. Bei diesem Spieltisch ist sehr elegant die Zubehör gemacht, das modularisch mit Magneten befestigt ist, dass man von außen oder von innen befestigen kann. Und sehr wichtig sind, dass man drei Teile hat, vier Figuren und ein für Getränke. Und das sehr elegante, dass man den Spieltisch aus Essig benutzen kann, ist die Tischplatte, die am Ende auch verschwinden kann. Danke sehr.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lisa Schwarz und komme aus St. Pankraz. Für mein Abschlussmöbel habe ich mich für ein Doppelbett in Zirbe entschieden, die ich selbst entworfen und anschließend hergestellt habe. Das Bett ist zerlegbar, das Kopfhaupt ist aus drei Teilen und durch eine spezielle Konusverbindung können die Seiten auf das Betthaupt befestigt werden. Traditionell wurde eine Zinkenverbindung gewählt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Guten Abend. Nun kommen wir zur 4a der HTL. Im Rahmen des Studiemöbels möchten wir Ihnen die Abschlussarbeiten der Schüler und Schülerinnen präsentieren. Viel Vergnügen! Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Tobias Zobelhammer und ich komme aus Lamprechten. Es freut mich sehr, Ihnen heute mein Studienmöbel präsentieren zu dürfen. Bei meinem Schreibtisch habe ich mich für ein modernes und zeitloses Design entschieden. Mir war es aber auch wichtig, das moderne Design mit traditionellen Holzverbindungen zu vereinen. Der komplette Schreibtisch ist aus massiver Esche gefertigt und die in der Schreibplatte eingelassene Schreibunterlage besteht aus dunklem Leder. Sie bildet einen guten Kontrast zur hellen Esche. Eine Besonderheit bei meinem Schreibtisch sind die 4-Grad-Leisten, welche zum einen die Tischplatte gegen Verzug sichern und zum anderen bilden sie einen Anschlagpunkt für die mit Laufleisten geführten Schubladen. Außerdem sind die beiden Fußgestelle an den äußeren Gradleisten befestigt. Der fingergezinkte Aufsatz besitzt beidseitig Klappen, hinter denen sich das Kabelmanagement befindet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu meiner kurzen Präsentation über mein Studienmöbel willkommen heißen. Mein Name ist Leon Schweiger und ich komme aus dem Bezirk Kirchdorf. Mein gestalterischer Grundansatz war es, ein Möbelstück zu entwerfen, welches die Kommunikation fördert und die Handynutzung reduziert. Dadurch ergab sich auch der dazugehörige Name Offboard und der Slogan Offboard Connects. Ein weiteres Ziel meiner Gestaltung war es, ein stimmiges Gesamtkonzept zu entwerfen. Somit reduzierte ich meine Materialienauswahl auf 2 Farben, zum einen die gedämpfte Akazie und zum anderen die schwarzen Fronten und Beschläge. Zusätzlich setzte ich meinem innovativen Denken keine Grenzen und führte selbst kleinste Details außergewöhnlich aus. Das ist auf den ersten Blick erkennbar an der Falzgeometrie der Deckplatte, an der Griffausnehmung der Fronten, an der dazugehörigen Beleuchtung, um die Konturen hervorzuheben und auf den zweiten Blick an den Fachböden, welche seitlich Nuten haben, damit die Fachbodenträger nicht sichtbar sind. Zu guter Letzt rundet die schwebende Lampe das ganze Konzept ab und erzeugt einen gelungenen Hingucker. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Michael Weißengruber, ich komme aus Berg im Mühlviertel. Ich möchte Ihnen heute gerne mein Studienmöbel vorstellen. Mein Studienmöbel, ein Sideboard in der Holzart Nuss, welches zum einen Teil ein spezielles Fußgestell aufweist, das von oben nach unten konisch zusammenläuft, eine Schlitz- und Zapfenverbindung hat und kleine, runde, vergoldete Zylinder aufweist, die den Korpus schwebend wirken lassen. Zum anderen Teil besteht das Möbel aus einem abgerundeten Korpus, welcher von mir eigens angefertigte vergoldete Fronten hat. Ebenso die durchlaufenden Griffmulden geben den Möbeln noch einen modernen Touch und runden das Ganze schön ab. Zum Schluss wurde das Möbel noch einmal geölt und die Fronten lackiert. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich, Josef Mistelberger, komme aus Ried im Traunkreis und darf Sie heute recht herzlich zu meiner Präsentation meines Studienmöbels begrüßen. Das Sideboard baute ich zur Gänze aus Tanne massiv und ölte es im Anschluss mit einem Weißöl. Zudem wurde an der Oberfläche eine 2 mm dicke Linoleum-Einlage eingelassen. Die längliche Form teilte ich in 3 gleich große Teile, bestehend aus 2 äußeren Drehtüren und einer in der Mitte liegenden Klappe.
Die zwei äußeren Drehtüren werden mittels eingebohrten Tip-On geöffnet und die Klappe durch einfaches Hineingreifen in einer der Schlitze. Das wohl auffälligste Element meines Sideboards sind die runden Ecken. Die Anfassleisten dienen hierbei als Verbindungsstück für die Häupter sowie Ober- und Unterboden. Konstruktiv löste ich dies mittels einer Nutzapfenverbindung. Die vier runden konischen Beine bilden mit den zusammengedübelten Zagen das Fußgestell. Nun sind wir auch schon am Ende meiner Präsentation und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Wir sind Schüler vom 4. Jahrgang Y der HTB La Hallstatt und wir wollen Ihnen unsere Abschlussmöbel zeigen. Grüß Gott, ich bin der Jakob Holzapfe, ich komme aus Esternberg im Bezirk Schering, also aus dem tiefsten Sauwald. Und ich habe mich dazu entschieden, einen Esstisch aus Eichermassiv zu bauen. Man kann meinen, dass das Fußgestell eine andere Holzart ist, aber das ist einfach nur gebeizt. Das ist genauso Eiche und als Oberfläche habe ich mich für Komplexöl entschieden. Und was den Tisch so besonders macht, ist, dass in dem ganzen Möbelstück keine einzige Schraube ist, sondern dass er nur aus Holz und Leim besteht. Danke. Guten Abend, ich bin der Paul Sperrenbauer, komme aus Inzersdorf im Kremstal, habe einen Schreibtisch gebaut aus Nussmassiv. Die Oberfläche ist geölt und die Verbindungen sind alle gezinkt, fingergezinkt. Es sind quasi keine Platten verbaut, die einzigen Platten sind die Schublattenböden. Die Füße sind aus Eisen und lackiert. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir sind die Abschlussklasse der Drechslerei. Wir möchten Ihnen heute unsere Abschlussarbeiten vorstellen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin der Kerstin Melias aus Steinach in der Steiermark und möchte Ihnen gerne heute mein Abschlussmöbel aus der Drechslerei präsentieren. Vorab möchte ich Ihnen erklären, wie ich dazu gekommen bin, dass ich das Möbel überhaupt baue. Bei mir war der Ansporn, dass ich ein Massivholzmöbel baue, was so wenig wie möglich Metall enthält und eben auch dadurch, dass ich ein Drechsler bin, so wenig wie möglich sichtbare Ecken und Kanten hat. Ich habe Zylinder auf der Drechselbank gefertigt, habe dann innen da einen Korpus eingebaut und Laufleisten montiert, um diese dann in der Schublade zu befestigen. Da habe ich Fachböden eingebaut und die dann mit Fächerträger montiert. Die Oberflächen habe ich behandelt mit Komplex Hartölwachs und das dann mit einer Bürste aufpoliert, um einen gewissen Glanz zu erzeugen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Christoph Unger aus Lengau. Und ich präsentiere Ihnen meinen Billardtisch. Dieser besteht aus Massivholz, Ahorn, Nuss und Fichte. Die Besonderheiten dieses Billardtisches sind die Laufbahn. Diese wurde selbst kreiert und gedrechselt. Und noch eine Besonderheit sind die Massivholzfüße aus Nussholz. Diese sind ebenso gedrechselt worden und mit einer speziellen Kannelur gefräst worden. In diesem Billardtisch ist eine Schieferplatte eingebaut worden. Diese wiegt um die 100 Kilogramm, um das Gewicht des Billardtisches zu erhalten. Dieser Billardtisch wurde normgerecht gefertigt als Turnierbillardtisches. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jan Frühhoff. Ich komme aus dem schönen Salzburger Lungau.
Ich möchte Ihnen heute meine Abschlussarbeit, einen gedrechselten Esstisch aus massiver Eiche, vorstellen. Er wurde geölt. Die Besonderheiten sind eine Steinplatte für heiße Töpfe zum Essen und unten drunter eine Lade mit 4 Schubladen für Besteck und Servietten. Der Tisch hat eine französische Kante, damit er leicht aussieht, aber trotzdem stabil stehen kann. Danke. Guten Abend, wir sind die Meisterklasse der Bildhauerei und dürfen Ihnen heute unsere Meisterstücke präsentieren. Let's go! Hallo, mein Name ist Sophie Watzulig, ich komme aus Wien. Meine Skulptur setzt sich mit dem Thema Erotik aus der Norm auseinander. Die Gesellschaft schließt bestimmte Menschengruppen aus, wenn es um Sexualität und Intimität geht. Es sind gewisse Randgruppen, die die Gesellschaft erstellt, wie Menschen mit Behinderung, Menschen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben oder Menschen, die dem Schönheitsideal nicht entsprechen. Der Holztorso steht stellvertretend für alle Individuen, die ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. Und der Marmorkopf stellt einen Maskottchenkopf dar und soll die Gesellschaft darstellen, die Gesellschaft nimmt diese Menschen einfach nicht ernst und deswegen habe ich einen Maskottchenkopf gewählt. Danke. Guten Abend. Mein Name ist Vincent Stockinger und ich bin Bildhauer aus Linz. Der Titel meines Meisterstücks lautet Terra Mater, zu Deutsch Mutter Erde. Der Stein stellt die Natur dar. Er wurde aus Untersberger Marmor gemacht und bezieht sich auf das Eingreifen des Menschen. Der Mensch betreibt Bergbau, er planiert Flächen und asphaltiert Straßen. Er greift in natürliche Prozesse ein und hinterlässt einen Fußabdruck. Die Holzkonstruktion bezieht sich auf das Konstruieren mit natürlichen Rohstoffen, Holz. Der Mensch baut Häuser, er baut Schiffe, er baut Möbel. Der Akt der Verbrennung bezieht sich auf die Vergänglichkeit des Menschen. Alles aus Menschenhand Gemachte erlischt irgendwann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend, mein Name ist Magdalena Ott und komme aus dem Innviertel. In meiner Installation erfasse ich den Moment des Ausrastens. In meinem Thema Sicherungsschalter behandle ich das Thema Wut und Aggression, welche nach außen hin milde gehalten werden soll. Dennoch gibt es immer wieder Eckpunkte, die einen zum Ausrasten bringen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hau mal einen Hut drauf. Instrument ist ein Barockinstrument, also 415 Hertz. Ja. Okay. Na. Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Sie recht herzlich zu diesem Abend begrüßen. Wir sind die Meisterklasse im Instrumentenbau und dürfen euch jetzt die Meisterstücke vorstellen. Ich grüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Maximilian Geisberg, ich bin 19 Jahre alt und komme aus dem Innviertel. Mein Meisterstück ist ein Violoncello, welches im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs gebaut wurde. Es ist eine Kopie von einem Cello von Matteo Cofrilla aus dem Jahre 1710. Auch sämtliche Kratzer und andere optische Alterserscheinungen wurden dem Original nachempfunden. Vielen Dank.
herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Johanna Jamnik und ich komme aus der Südsteiermark. Da darf ich jetzt mein Meisterprojekt vorstellen und es ist ein vierseitiger Akustikbass. Ich habe eine verkürzte Mensur gemacht, was einfach ein angenehmeres Spielgefühl macht, weil es leichter abgreifbar ist. Ich habe ein sehr außergewöhnliches Padukholz für Boden und Zagen verwendet und für die Randanlagen eigentlich sehr schlicht in Ebenholz eingefasst, sowie auch für Griffbrett und Steg Ebenholz verwendet. Die Rosette ist aus Rosenholz und die Decke aus heimischer Fichte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich möchte ich auch Sie recht herzlich zu unserer Felix-Gala willkommen heißen. Zuerst kurz zu meiner Person. Ich bin Ralf Jonke, bin 20 Jahre alt und komme aus der Steiermark. Bei meinem Meisterstück handelt es sich um eine Barockvioline. Das Original befindet sich im Kunsthistorischen Museum in Wien und wurde von Jakob Steiner gebaut. Ich habe das Instrument nicht eins zu eins nachgebaut, da ich aufgrund von Forschungen draufgekommen bin, dass das Instrument umgebaut wurde und sich jetzt natürlich in einem modernen Zustand befindet. Und ich habe das Instrument, also mein Meisterstück, wieder in den barocken Zustand zurückgebaut. Nun möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das Instrument im barocken Zustand klingt. Die einzige Konstante seit Anbeginn der Zeit ist Veränderung, Innovation, Mut, Neues zu wagen. Mein Name ist Jakob Reis und mein Meisterstück soll genau diesen Denkeinsatz widerspiegeln. Hierbei handelt es sich um eine 12-seitige Baritongitarre. Es wurden also zwei etablierte Systeme aus der Gitarrenwelt in einem Instrument vereint. Zum einen die gedoppelten Saiten, zum anderen die verlängerte Baritonmensur mit 70,5 cm. Optisch wurde die Gitarre in klassisch dunklen Hölzern gefertigt. Lediglich die edlen Echt-Perlmut-Verzierungen am Schallloch, am Rand des Korpuses und am Griffbrett runden die schlichte Farbgebung ab. Nun stellt sich für Sie bestimmt die Frage, wie hört sich dieser Mut zur Veränderung im 21. Jahrhundert an? Und ich sage Ihnen genau so. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Karl Martin, ich bin 23 Jahre alt und komme aus dem schönen Salzburger Pinzgau. Aus meiner Leidenschaft zur Jagd habe ich mich entschieden, für mein Meisterstück einen Gewehrschrank zu bauen. Die Ausführung ist in der Stollenbauweise aus Eiche. Die beiden versperrbaren Winkeltüren und die Innenfüllungen sind mit rauem Leder belegt. Der eigentliche Blickfang meines von außen doch sehr schlicht wirkenden Meisterstückes ist im Inneren die 3D-gefräste Rückwand. In der Rückwand sind vier höhenverstellbare Gewehrhalter integriert. Im unteren Bereich befindet sich noch ein kleiner schwebend wirkender Innenkorpus zur Aufbewahrung diverser Jagdutensilien. Die Oberfläche ist geschliffen, gebürstet und matt lackiert. Vielen Dank!
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Christopher Schlick, ich bin 21 Jahre alt und komme aus dem Salzburger Lungau. Ich darf Ihnen heute mein Meisterstück, einen eleganten Barschrank, präsentieren. Der Blickfang meines Meisterstücks ist das grazile Fußgestell, welches in Eichenholz gefertigt ist. Da sich Gegensätze bekanntlich anziehen, habe ich zum ausgefallenen Fußgestell einen von außen sehr schlicht wirkenden Räuchereichenkorpus designt. Am Korpus sind zwei Koffertüren angeschlagen, in denen Gläser aller Art verstaut werden können. Die rautenförmige Inneneinteilung bietet Platz für Flaschen aller Art und läuft im geöffneten Zustand direkt in die Koffertüren über. Über der Flaschenhalterung sind zwei angezinkte Schubladen verbaut und darüber ein grau gedünnter Spiegel, welcher das edle Erscheinungsbild abrundet. Eine weitere Besonderheit meines Möbels ist die in Messing eingefasste Geheimlade. Diese lässt sich nur öffnen mittels eines geheimen Öffnungsmechanismus und einer Schnapsflasche. Das funktioniert wie folgt. Und schon kommt einem die Lade entgegen. Zusätzlich ist ein verstecktes Tablar in der rechten Schubladseite integriert, welches ganz einfach zum Servieren der Getränke herausgenommen kann und später wieder verstaut werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geschätztes Publikum, mein Name ist Leon Bolter, bin 21 Jahre alt und komme aus Vorarlberg. In der folgenden Kurzpräsentation stelle ich Ihnen mein Meisterstück, einen Schreibtisch, vor. Das Möbel besticht durch sein schlichtes Design, kombiniert mit einigen technischen Raffinessen. Wird die vordere Türe geöffnet, so ist das Highlight des Möbels sichtbar, der Paternoster, der fast zur Gänze aus Massivholz besteht. Die beiden oberen Glaskorpusse lassen sich jeweils synchron öffnen und schließen. Eine weitere Besonderheit ist die auf einem Vollauszug geführte versperrbare Schublade aus Amaranthholz. Für die benötigte Elektrizität am Arbeitsplatz ist natürlich auch gesorgt. So sind unter der Klappe 5 Steckdosen verbaut, welche gleich wie mein Meisterstück aus europäischem Nussbaum hergestellt sind. Zur Verbesserung der Arbeitsqualität ist in der Arbeitsfläche ein Schreibleder eingelassen. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Daniel Fuchsberger, bin 24 Jahre alt, komme aus Vorarlberg. Bei meinem Meisterstück handelt es sich um ein Sideboard, welches die Hauptaufgabe hat, Musik im analogen Format zu wiedergeben. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, befindet sich inmitten des Möbels Platz für einen Plattenspieler. Um diesen Plattenspieler bestücken zu können, kann man im linken Korpus mit Einteilung die Platten entnehmen. Für das gewisse Tröpfchen etwas beim Musikerlebnis sorgen der Gin und Whisky im rechten Korpus. Natürlich auch Platz für die dazugehörigen Gläser in der Schublade, geführt auf einem Holzvollauszug. Obendrauf gibt es noch einen Humidor für Zigarren. Gefertigt ist das Möbel in Rio Palisander und getragen wird das Ganze von zwei massiven Messingfüßen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, hallo, mein Name ist Julia Zeiner. Ich komme aus der Steiermark, aus der Region Murau. Und mein Meisterstück ist ein Lego-Präsentationsmöbel. Das trägt den Namen Mein Baustein, weil die Meisterprüfung ein weiterer Baustein in meinem Leben ist. Ich habe die Materialien Birke und Edelkastanie gewählt. Die Edelkastanie ist sehr ähnlich der Eiche, aber sie ist etwas weicher und hat keinen Spiegel, wie die Eiche den hat. Den wollte ich eben verhindern. Die Birke hat den schönen Kontrast dann dazu. Der Grundkorpus ist eben in Edelkastanie und der ist mit Hartwachsöl geölt.
Die Birkenkorpusse sind dann mit einem weißen Öl geölt, damit die helle Farbe der Birke erhalten bleibt und da nicht mit der Zeit vergilbt. Ich habe versucht, das Thema Lego in dieses Möbel mit einzubringen, in die gesamte Konstruktion. Es ist alles sehr quadratisch, sehr ähnlich wie beim Lego. Und es ist im Prinzip, man kann es ein bisschen bewegen und verändern. Das ist so, dass diese Leisten, die hier seitlich sind, haben den Effekt, dass ich diese Korpusse verschieben kann. Und somit habe ich dann eine Höhenverstellung, damit ich mein Möbel, also meine Lego-Teile in unterschiedlichen Höhen präsentieren kann, flexibel bin, weil Lego gibt es in verschiedensten Farben. Die Korpusse sind offen, damit ich alles jederzeit angreifen kann, weil das ist ein Spielzeug, das will ich in die Hand nehmen. Und mit dem will ich was machen. Ja, vielen Dank und schönen Abend. Guten Abend, mein Name ist Lukas Daurer, bin 25 Jahre alt und komme aus Niederösterreich, genauer gesagt aus Rendsburg. Mein Meisterstück, ein Lowboard mit dem Titel Modern gezinkt. Ich war schon immer begeistert von Holzverbindungen, speziell die Zinkenverbindung. Genau diese spiegelt mein Fußgestell wider. Links und rechts vom Möbel befinden sich zwei Drehtüren, auf Gehrung angeschlagen. In der Mitte vier schräg handgezinkte Schubladen, die sich mit einem Magnetgriff öffnen lassen. Die Führung erfolgt über einen Schwalbenschwanz Holzvollauszug. Bei der Holzart habe ich mich für Esche entschieden, da diese eine sehr schöne Farbe und Struktur hat. Um das Fußgestell besser darstellen zu können, wurde dies gebeizt. Somit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, wir, Lukas Eigner-Götzenberger und Lena Brettbacher, möchten Ihnen unsere Diplomarbeit, welche sich mit dem Thema Entwurf, Planung und Gestaltung einer Bäckerei mit Kaffee in Wieselburg befasst, vorstellen. Als Resultat entstand ein modernes, schlüssiges Konzept, welches mit unverkennbarer Formensprache brilliert. Wichtig dabei war es, den streng orthogonalen Raum zu durchbrechen. Durch zahlreiche Entwürfe entstand die finale Wegeführung, anhand welcher die unterschiedlichen Bereiche erschlossen und miteinander verbunden wurden. Durch sorgfältig gewählte Farben und Materialien soll das Wohlbefinden der Kunden und Kundinnen gesteigert werden. Warum unser Entwurf sich von anderen abhebt? Er stellt den idealen Konex von der traditionellen Bäckerei zum modernen Café her. Aufgrund der außergewöhnlichen Formgebung bietet unser Gestaltungskonzept einen gemütlichen Platz für Genießer und Feinschmecker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Zuge unserer Diplomarbeit soll ein Flagship-Store auf einem fiktiven Grundstück gestaltet werden. Zuerst entstand die Marke Neob und ihre Identität nach einer ausführlichen Grundlagenforschung zum Thema Marken, Shop und Fassadengestaltung. Neob drückt sich durch die Räume und Bereiche des Stores aus und soll ihre Werte vermitteln. Inspiriert durch griechische Antike und Romanik bedienen sie sich höheren Preisklassen. Ein Spiel zwischen runden und streng orthogonalen Formen erzeugt Spannung und Aufmerksamkeit im Innenraum. Im Zuge der Projektbearbeitung entstanden Entwürfe des Innenraums und der Fassade. Anschließend bearbeiteten wir das Konzept in Form der Gestaltung und die Pläne. Spezifische Details wurden ausgearbeitet und erklärt, darunter die Konstruktion der Fassade, der Treppen und des Kassapultes. Zuletzt visualisierten wir die Gestaltung und die Konstruktionen in Form von Handskizzen und Renderings. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen unsere Diplomarbeit vorstellen zu dürfen. Doch bevor wir beginnen, möchte ich mich noch kurz vorstellen.
Mein Name ist Paul Kutscher und ich habe das Projekt gemeinsam mit Lukas Hagler verfasst. Auf der Suche nach einem Bestandsgebäude für unsere Diplomarbeit stießen wir auf die Stallung von Familie Landeshammer. Der Stall wurde ursprünglich auf die Nutzviehhaltung von Schweinen ausgelegt. Unsere Aufgabe bestand darin, ein Themenlokal zu planen, dem wir im Laufe unserer Arbeit den Namen rund um Schwein gaben. Das Besondere an diesem Restaurant ist der Seminar- bzw. Showküchenbereich. Abgetrennt durch eine Schiebewand werden in diesem Raum Seminare und Kochkurse angeboten. Zusätzlich bietet der Seminarraum durch seine mobile Trennwand eine Vergrößerung des Gastbereichs. Das macht das Lokal attraktiv für Hochzeiten, Firmenfeiern oder ähnliche Veranstaltungen. Uns war es wichtig, dass der Grundriss so flexibel wie möglich ist und unkompliziert verschiedene Sitzordnungen und Tischaufstellungen zulässt. Zudem muss der Seminarraum sowohl einzeln als auch kombiniert mit dem Gastbereich und der Bar funktionieren, wodurch wir die Bar als zentrales Verbindungsstück zwischen Seminar und Gastraum nutzen. Hiermit verabschiede ich mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Diplomarbeitspartnerin Laura Farkasch und ich, Theresa Helm, haben uns für unser Diplomprojekt die Aufgabe gestellt, einen Modulbausatz für Simple Buildings zu entwickeln. Wichtig dabei war uns vor allem der Einsatz von nachhaltigen Materialien. Entstanden sind Modulbücher und ein Detailkatalog, welche es ermöglichen, ein- oder mehrstöckige Häuser zu bauen, sowie Zubauten zu bestehenden Gebäuden zu errichten. Durch diese Modulbücher und die Bereitstellung von Mustergrundrissen kann man sich selbst den Grundriss des Hauses oder Zubaus entwerfen und auch nur mit der Hilfe eines kleinen Kranes aufbauen. In Dingen Nachhaltigkeit ist es uns gelungen, die Bestandteile der Module auf holzbasierende Materialien, Blech und Glas zu beschränken. Diese Materialwahl ermöglicht auch, wenn notwendig, das Zerlegen der Module in ihre Einzelteile, was ein fachgerechtes und einfaches Recyceln ermöglicht. Sehr geehrte Damen und Herren, wir, Jana Musnik und ich, Caroline Ziermeier, dürfen nun unsere Diplomarbeit mit dem Titel Umbauplanung und Neugestaltung der Wilhelmina in Bad Aussee vorstellen. Diese Diplomarbeit kam nach einer Anfrage bei der Gemeinde zustande, da diese Villa in den nächsten Jahren zum Leerstand werden könnte. Um genau dieses Szenario zu vermeiden, haben wir drei Wohnungen mit je ca. 120 Quadratmeter für die bestehende Villa geplant. Diese Wohnungen beinhalten einen Wohn-, Ess- und Kochbereich sowie ein Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Bad, WC, Vorraum und im Keller befinden sich noch je ein Abstellraum für die jeweilige Wohnung. Das Highlight der Erd- und Obergeschosswohnung ist eine historische Kassettendecke und um diese gut zur Geltung zu bringen, befindet sich in diesem Raum die Küche, welche einen der meistgenutzten Räume darstellt. Eine Besonderheit im Dachgeschoss stellen die sichtbaren Leimbinder der Dachkonstruktion sowie deren Stuhlsäulen dar. Des Weiteren ist die gesamte Dachschräge mit Nut- und Federbrettern verkleidet. Danke! Guten Abend, ich bin Sidonie Aumeier und als Diplomarbeit habe ich eine alte Fußdrechselbank restauriert. Zu dem Objekt gekommen bin ich durch meinen Lehrer, der es auf seiner Heimfahrt entdeckt hatte und gleich gefragt hat, ob er es mitnehmen darf. Für mich stand schon immer fest, dass ich als Diplomarbeit etwas restaurieren will, deshalb hat das ganz gut gepasst. Man erkennt bei der Drechselbank ganz deutlich, was der Altbestand ist und was neu gemacht wurde, da dies ein Ansatz beim Restaurieren ist. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, Jakob Infanger, Marlene Karel und ich, Ilvi Maria Gumpinger, bearbeiteten in den letzten Monaten das Projekt Umbauplanung eines Zuhauses zu einer autonomen Wohneinheit.
In der Blütezeit der Sommerfrische im Salzkammergut entwickelten sich um die außenliegenden Backöfen kleine Küchen und Schlafräume, damit die Bauernfamilie das Haupthaus im Sommer zahlenden Gästen überlassen konnte. Diese sogenannten Austerkucheln wurden sehr zügig gebaut, da sie sowieso nur im Sommer bewohnt wurden. In so einer Austerkuchel will Frau Steinecker nun das ganze Jahr über wohnen. Unsere Aufgabe war es, erst eine Bauaufnahme mit Erstellung eines entsprechenden Bestandsplans durchzuführen, weiters dann die nötigen bauphysikalischen Maßnahmen zu definieren, wie der Einbau einer entsprechenden Dämmung und Heizung, sowie eine optimale Flächennutzung zu garantieren. Hierbei war das zentrale Element die Treppe, welche aufgrund der zu geringen Breite unpraktisch und gefährlich ist und deshalb neu gebaut wird. Alle weiteren Änderungen hängen von dieser einen Maßnahme ab. Um mehr Komfort zu bieten, entwickeln wir noch ein Fenstersystem, um die Veranda im Winter vor Schnee und Wind zu schützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhaltig, materialschonend und umweltbewusst. So lässt sich unser Projekt in einfachen Worten beschreiben. Unser vierköpfiges Team, bestehend aus Jan Barnstedt, Jan Elias Kronberger, Valentina Groes und Maria Meyer, hatte sich zur Aufgabe gemacht, ein Revitalisierungskonzept für die maroden Betonbushaltestellen zu entwickeln. Die Teamarbeit von der Fachrichtung für Restauration und dem Raum- und Objektgestaltungszweig ermöglichte uns, dieses Projekt sehr weitläufig zu behandeln. Mit der Grundlage einer umfangreichen Fotodokumentation der Schäden der bestehenden Haltestellen hat Jan Barnstedt ein Sanierungskonzept für Beton geschaffen und dies an Probestücken versucht. Jan Elias Kronberger und Maria Meyer entwickelten ein ansprechendes und modular einsetzbares Konzept, welches auch die Einsicht in die Haltestelle gewährleistet. Der Ausbau wird in die Kategorien Seitenausbau, Innenausbau, Deckenausbau, Zu- und Neubau aufgegliedert. Valentina erstellte Kontakte zu sozialökonomischen Betrieben und entwarf Konzepte zu deren Möglichkeiten in der Fertigung. Das gesamte Projekt wurde in einem Revitalisierungsmanual festgehalten. Vielen Dank. Sind auch das Ende. Nochmal bitte. Und somit Schmoren. Na, okay. Und ich habe nochmal. Es ist wunderbar, was ich sage. Ich bin begeistert. Ich habe das schön gemacht. So, letztes und wie es wird, ist scheißegal. Na, das ist ja Burschen, das kann auch nicht funktionieren, ich habe ein Barockinstrument. Jetzt habe ich weiter vergessen, tut mir leid. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich möchte auch ich euch, Sie, Entschuldigung, nochmal. Dann sagen wir schon, ja? Und ist es schlimm, wenn wir gar nichts spielen? In meiner Abschlussarbeit. Geh schon mal an. Scheiße. Entschuldigung. Wir möchten Ihnen heute unsere Präsentationen. Alles falsch. Präsentationen sind das ja nicht. Nein. Matteo Cofrilla war ein venezianischer Geigenbauer, welcher. Fakt, das will ich eigentlich gar nicht sagen. Guten Tag, mein Name ist Nina Fähringer. Ich. Ja, super. Sehr geehrte Damen und Herren,
Natürlich möchte ich auch Ihnen noch Sie, super. Ich hoffe, das noch irgendwo. Mein Abschlussstück ist eine Geige in kremonesischer Stil. kremonesischer Schule. In kremonesischer Schule gebaut. Ach man. Ebenso eine Abdeckplatte auf der Hinterseite, wo die ganzen Dinger da, das ist eine wunderbare Sache. Ich mache ein drittes Mal, Entschuldigung. Und ja, das, okay. Das war jetzt. Wird. Moment. Okay, na warte, das ist scheiße. Mir fällt das deutsche Wort nicht mehr ein. Diese ist mit einer traditionellen Zinkenverbindung. Gottes Willen. Genau. Zum Beispiel jetzt verkackt. Hallo, mein Name ist Sophie Watzulig und ich komme aus Wien und Alter! Für das Konstruieren und für das Bauen mit Holz. Scheiße. Die Holzkonstruktion stellt, ja. Hallo, mein Name ist Sophie Watzulig und meine Skulptur setzt sich mit dem Thema. Nein, ich hab vergessen, dass ich aus Wien bin. Und weil er. Nein, es tut mir leid. Und Aggression. Und aller Menschen. Okay. In meiner Darstellung habe ich einen Sicherungsschalter eingebaut. Na, warte nochmal. Weil Holz. Egal. Na, ich. Ah. Tun wir nochmal. Hallo, mein Name ist Sophie Watzulig und ich komme aus Wien. Und meine Skulptur setzt sich mit dem Thema Erotik aus der Norm zusammen. Auseinander, scheiße, okay, auseinander. In meiner Darstellung behandle ich. Das gibt's nicht, warum überspringe ich die Brücken nicht? Fangen wir nochmal an. Ich darf euch Ihnen heute. Ihnen. Hallo, wir sind die Ab. Die. Fuck. Guten Abend. Nun möchten wir euch von. Das gibt's ja nicht. So. Sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Einmal lese es mal noch durch. So. Ja. Guten Abend. Nun kommen wir zum vierten Jahrgang der HTL. Wir möchten Ihnen nun. Nein, nur mal nun. Ebenso. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das mit den Griffbolten. Das kommt von oben nach unten. Also, ich hab meinen Namen nicht geschaut, gell? Das würde ich mir vorstellen, gell? Hallo, ich bin die Katharina Happy und ich habe mir zum Thema Mythos Berg mit der. Ich habe mich jetzt schon verraten.